Jo Leute, was geht? Mein Name ist Erik und ich mache mal wieder ein Minecraft-Tutorial. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, heute baue ich eine automatische Zuckerrohrfarm, die ziemlich gut funktioniert, wie ich finde. Und das Coole an dieser Farm ist, dass sie zum einen ziemlich simpel ist, also ihr müsst nicht wirklich viel machen, um diese Farm zum Laufen zu bringen. Und das, was ihr machen müsst, ist auch ziemlich einfach. Und das Allerbeste ist, ihr könnt die Farm unendlich weit ausbauen quasi. Also hier seht ihr jetzt quasi einen Block und hier neben habe ich mal gezeigt, dass man das halt wirklich, wie gesagt, quasi unendlich weit ausführen kann. Und hier vorne, man könnte auch mehrere von diesen Modulen nebeneinander machen. Was man denn natürlich mit dem ganzen Zuckerrohr macht, weiß ich auch nicht so genau, aber man könnte es auf jeden Fall, wenn man möchte. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal an diesem Beispiel, wie einfach das denn geht. Die Grundfläche für diese Farm hängt natürlich davon ab, wie groß ihr sie bauen wollt. Ich mache jetzt in diesem Fall mal nur einen einzigen Block mit einem Zuckerrohr und dementsprechend ist die Grundfläche 3x4 Blöcke. Das erste, was wir bauen, ist der Lagermechanismus. Und zwar stellen wir dafür eine Kiste hin, machen dann von hinten an die Kiste ran einen Trichter und stellen auf diesen Trichter drauf dann eine Schiene und auf die Schiene drauf einen Minecart mit einem Trichter. Dann ziehen wir hier einmal ein paar Quarzblöcke hoch, das müssen keine Quarzblöcke sein, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, und machen dann einen Sandblock darauf. Der Sandblock fällt jetzt nämlich nicht runter, weil eine Schiene im Weg ist. Und außerdem kann durch diesen Sandblock durch jetzt Items aufgesammelt werden, durch das Trichter-Minecart. Normale Trichter können das nämlich nicht, aber eben die Minecarts. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal den Sand hinschmeiße, seht ihr, dass er durch den Block durch eingesammelt wird. Und dann müsste er in der Kiste landen. Ja, wunderbar. So, was bei Zuckerrohr natürlich auch immer wichtig ist, ist, dass direkt an diesem Block Wasser angrenzen muss. Und dafür machen wir jetzt hier einmal ein kleines Becken, wo das Wasser später nicht rauslaufen kann. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Und stellen da jetzt Wasser hin. Und damit hätten wir auch schon das erste quasi erledigt. Das nächste, was wir jetzt bauen, ist der Mechanismus, wie das Zuckerrohr automatisch gefarmt wird. Dafür brauchen wir einen Piston, einen Observer und einen Redstone. So, das erste, was wir machen, ist hier nochmal ein Blocken. Da oben drauf kommt dann der Piston und da oben drauf kommt der Observer. Dann machen wir hinter den Piston einen Block und stellen da einen Redstone drauf. Und das ist eigentlich quasi die ganze Farm. Jetzt können wir da noch schnell ein Sugarcane hinstellen. Und hier einmal, das ist auch sehr wichtig, dass wir hier vor Blöcke machen, weil ihr seht schon, wenn das jetzt wächst, dann macht der Piston das kaputt und schmeißt sie teilweise nicht genau auf diesen Block, sondern zu weit oder, na, ihr seht es schon. Und deswegen muss hier vorne noch eine Reihe mit Blöcken und ich nehme jetzt einfach mal Glas, weil es transparent ist und man dann noch durchschauen kann. Und jetzt seht ihr, dass die Blöcke eben nicht zu weit fliegen, oder die Items meine ich, sondern immer auf diesem einen Block bleiben, wo der Trichter sie auch tatsächlich einsammeln kann. Einfach nur fürs Aussehen mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Glas drumherum, weil ich finde, das sieht ein bisschen cooler aus. Und damit wäre eigentlich schon die ganze Farm fertig. Und ihr seht schon, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, funktioniert. Ich habe jetzt hier übrigens die Geschwindigkeit mit der Sachen wachsen etwas schneller gemacht, einfach nur, damit es anschaulicher ist. Nicht wundern, das wird bei euch natürlich nicht so schnell sein wahrscheinlich. Wenn ihr die Farm nun erweitern wollt, müsst ihr eigentlich nichts anders machen, außer dass ihr den Mechanismus zum Aufsammeln etwas verändert. Und zwar seht ihr hier, dass das Minecart nicht quasi stehen bleibt, sondern immer in Bewegung ist. Das sorgt dafür, dass ihr mit einem Minecart quasi die ganze Reihe abernten könnt. Leider ist jetzt hier, wie gesagt, so viel Zuckerrohr am Produzieren, dass das Minecart das nicht mehr einsammeln kann. Aber wie gesagt, das ist ja hier ein bisschen verschneller quasi das Wachstum. Das wird dann bei euch nicht so sein. Und worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr in den Ecken jeweils Power Rails habt, weil ansonsten würde das Minecart nämlich einfach gegen die Wand fahren und sich nicht mehr bewegen. Aber auf diese Weise stößt es sich halt quasi immer wieder von der Wand ab und fährt dann tatsächlich hin und her. Und ja, wie gesagt, ihr könnt einfach mehrere davon hintereinander machen oder übereinander oder noch länger machen. Und so könnt ihr dann eine Menge Zuckerrohr ja, produzieren. Und was ihr damit macht, weiß ich auch nicht so genau, aber es funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt mal einen Hashtag Zuckerrohr in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das ja, weitergeholfen hat in eurer Welt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.